Recht herzlich willkommen zur Folge 212 von Simotrans. Ja, wir sind wieder drin im Spiel. 3,3 Millionen, das war unser größtes Problem und der Flieger brachte ja nichts ein und der Michael hat geschrieben, dass wir verstärkt auf Personenverkehr setzen sollen, weil das am meisten Profit machen könnte. Gut, dann wollen wir das mal machen und das Entscheidende, was ich gerade habe, ist, dass wir hier mal die Bushaltestelle angucken. Köln-Münster ist die Fluglinie und sonst hält hier keiner und das müssen wir gerade mal schnellstens ändern, damit wir Flugpassagiere auch kriegen. Dafür müssen wir natürlich hier irgendwo aus dem Depot, was hier irgendwo eigentlich ist, da mal Busse holen und fahren lassen, ne? Wo ist denn der Bus, der so kostengünstig war? War da nicht einer so ganz billig? Nein, Post nicht. Passagiere waren das. Die wollte ich haben. Und das ist. Der kostet 15 Cent. War das der hier für 80 Cent der Braune oder was? Ist das für einer? Ja, muss der sein, ne? Na, und dann Fahrplan. Braucht der auch, genau. Ich mach mal gerade hier die Bebauung weg. So, lassen wir es mal. Damit wir es besser sehen. Ja, wir haben ja gerade mal drei hier in Münster. Dann fahren wir die auch mal gerade an. Denke mal von hier nach da. Wo ist denn die Haltestelle da jetzt? Nach da und dann nach da. Wenn wir schon hier dann sind, dann fahren wir die drei Bushaltestellen gerade auch noch ab, glaube ich. Da, dort und dort. Ich glaube, da ist noch nicht mehr, ne? Nein, dann fahren wir wieder zurück. Nach da, nach da. Habe ich den einen jetzt zweimal drin? Rathaus, ist das Rathaus? Ja, habe ich zweimal drin. Dann nach hier, dann nach dort und dann wieder die erste. Neue Linie ist Stadtbus. Münster war das hier, ne? Und das andere da oben war Osnabrück. Machen wir gerade erstmal so. Irgendwann teilen wir den dann. Jetzt fährt er erstmal so. Gut, und starten. Und ich habe fast die Vermutung, wir kopieren den erst und setzen da zwei raus. Der erste fährt. Und den zweiten starten wir dann auch. Aber der fährt gleich. Alte Dorfkirchen in Osnabrück hin. Hätten wir vielleicht offen lassen sollen. Um das mal zu beobachten, was da passiert, ne? Ich glaube, jetzt fahren sie beide da. Ne, der eine fährt noch nach hier und dann, okay, der andere fährt dann durch nach Alte Dorfkirche. Ist da, okay, das geht auch. Fährt dann aber schon zurück, während der andere vielleicht noch reinfährt. Gut, passt. Dortmund haben wir natürlich auch noch. Das ist hier. Da fahren keine Busse, oder wie sehe ich das? Nö. Und das ist hier so schön angelegt, ne? Aber die müssen alle aus dem Depot da oben, ne? Gut. Dann einen neuen Bus. Fahrplan. Wo ist denn hier der Umsteiger dann? Das ist die Frage noch, ne? Von da. Da nach. Dort. Ich glaube, den Umsteiger könnte man hier unten runterlegen, ne? Oder hier unten drunter. Wie heißt denn hier die Stations 37213? Gibt es da hier auch was bei 37213? Bei 37 gibt es was. Das ist hier. Wunderbar, das ist dann unsere Umstiegsstation hier.
Und die da auch. Und die auch. Okay, das passt dann. Hier drunter wird es mal irgendwann eine U-Bahn geben oder sowas, hä? Transfer dahin, dorthin und zurück. Dortmund Markt hat angefangen, gut, passt. Neue Linie. Stadt. Ah, das war wieder irgendwas falsch. Stadt, Bus, Dortmund, Linie 1. Passt. Starten. Neu am Bus. Fahrplan. Geht dann von dort los. Rathaus ist leider im Weg. Fährt wieder zurück. Ist noch da. Neue Linie. Nee, Stadtbus Dortmund Linie 2. Hat er nicht gemacht. Habe ich doch neue Linie eingegeben oder habe ich jetzt zwei neue Linien? Ne, habe ich zwei neue Linien? Oder vertue ich mich da? Weiß ich jetzt nicht. Was war Linie 38? Da war gerade eine Linie 38. Starten. Okay, dann muss ich einen Fahrplan auswählen. Dann muss ich das auswählen. Wo ist Linie 38? Keine Ahnung. Schwerin-Nutzwald, Köln-Wald, Hafen. Das ist auf dem Festland. Also das nicht. Neue Linie erstellen. Linie 3. Geht da los. Die letzte fahren wir nicht mehr an. Das wird nur Verluste einbringen. Oberstadt ist fertig. Nee. Stadtbus Dortmund Linie 3. So, passt's. Und starten. Gut, dann haben wir hier noch zwei. Ja, wir müssen noch einen Bus chartern. Der fährt jetzt diese Dreier ab. Dann nimmt er die mit und fährt dann zum Flughafen, oder? Haben wir schon. Fahrplan. Von da, da lang, hält, wo fährt denn der dann lang? Hier lang fährt er, hält dann in Münsterhaupt noch an und dann steigen sie da um zum Flughafen, ne? Ja. Fällt mir nicht. Lösch mal den letzten raus. Die fährt direkt zum Flughafen. Wenn die da weiter wollen, dann können die da umsteigen. Anders bringt's das nicht. Dann wieder dahin, dahin, dorthin und dorthin. Und das ist eine neue Linie. Und Zubringer, Bus, Dortmund, Flug, schreibe ich da einfach hin, dann weiß ich schon. Das zu, starten. So,
können wir zumachen. Und dann können wir hier gleich schon die Linien aufnehmen. Da fährt einer. Da fährt einer. Da fährt einer. Da sind schon Passagiere überall drinne. Der noch nicht. Hier sind es 9, da sind 27. Und wo ist der, der das Ganze verbindet? Der ist da. So, sollte klappen. Wie sieht es hier an der Bushaltestelle jetzt aus? Da warten auch schon 105 Passagiere, die nach Köln wollen. So, da steckt einer fest. Nö. Ja, okay, ja, aber der kann ruhig feststecken. So, rüber zur anderen Seite. Ich glaube, da oben war Köln, ne? Schwerin, Köln muss noch nördlicher sein. Hier ist dann der Flughafen. Das Flugzeug ist auch unterwegs. Und die wollen alle nach Köln und Darmstadt und wo sie alle hin wollen. Ja, den lass mal gerade offen. Da kommt das Flugzeug gerade. Ja, 98 Passagiere. Und keiner steigt ein und will nach da hinten. Wo ist denn Kölnland Bahnhof? Ist wahrscheinlich hier oben irgendwo der, ne, oder? Raffinerie hätte ich jetzt mehr gedacht, nur 35 Passagiere. Was ist hier über Kölnland Bahnhof? Wo ist denn bitte schon Kölnland Bahnhof? Ach, da ist das. Da wollen die hin. Zielort. Darmstadt, Darmstadt, Darmstadt. Ja. 2,7 Millionen. Wir haben gerade 600.000 verbrannt in der Zeit. Okay, das heißt aber, wir haben auch unser Dingens erhöht, ne? Unser Budget. Unser Firmenwert. Da war er. Oder? Ist auch weniger geworden schon. Wir haben viel zu viele Betriebskosten. Da kommen wir nicht bei weg. Ja. Liste, Haltestellen, wartend, absteigend, Frankfurt, Müllhof, Betriebshof, Papier wartet da, Paletten, na, da müssen wir hier einen Filter machen, Passagiere. Nee, das ist da falsch. Spezialfilter war das, ne? Überfüllt. Bushaltestellen. Zeigt er mir das jetzt an? Nein. Was habe ich falsch gemacht? Ach, Typfilter wahrscheinlich noch anmachen, ne? So. Dresden Bahnhof. Die wollen alle hier innerstädtisch weitergebracht werden, richtig? Wer fährt denn hier los? Ach, das ist ja ERR hier, ne? Da wollte ich hin. Die U-Bahn in Dresden fährt auch.
137 Passagiere. Was macht die denn da unten? Ja, okay. Jetzt fährt sie wieder weiter. ...52 Passagiere fährt jetzt zurück. Da unten wird gar nichts geladen, Ross. Das ist schon mal schlecht. Aber wir müssen auch hier gucken. Wo wollen die denn Dresden? Südsiedlung Hafen. Das ist ja irgendwie falsch, ne? Jetzt muss ich mal einmal das Dingens hier auskriegen. ...1264 Passagiere über Dresden, Südsiedlung, Hafen. Das ist hier. Wo wollen die alle hin? Die wollen nach Dresden Bahnhof. Alles innerstädtisch. Da ist aber gar keiner, der da hinfährt, oder wie sehe ich das? Ach, Stadtbus, da ist er. Hm, 80? Ich denke, da muss ein zweiter Zug dann drauf. Stadtbus Dresden, Linie 1. Dresden, Linie 1. Das war zu viel. Dortmund. Fahr die erstmal alle weg. So, die fahren alle. Das Fenster zu. Über Dresden Bahnhof ist klar. Dresden Haupt. Da ist Dresden Haupt. Okay, das ist, glaube ich, aber die gleiche Linie, ne? Na, wird sich ergeben, denke ich. So, das zu, das auch zu. Hier sind wir, Lindau Tankstelle, Passagiere. Ja, die sind wahrscheinlich aber alle mit dem Zug unterwegs hier, ne? Oder fahren ja auch Busse? Ne, da fahren auch schon Busse. Mainz neben Lindau. Lindau Transfer, Lindau Knoten, da fahren, hier müssen mehr Busse auch fahren. Das ist schon Gelsenkirchen. Stellt sich gerade nur die Frage, wo ist hier der Dingens? Das nächste Depot. Sehe kein Depot hier. Wo kommen die denn her? Frankfurt ist ein Depot, das weiß ich. Das ist hier. Stadtbus Lindau, Linie 1. Macht keinen Profit. Ist das die Frage, ne? Starten wir erstmal.
Den können wir immer noch woanders drauf schicken. Doppeldecker sind da schon zwei. Also, den haben wir ja gerade gestartet. Den können wir mal aufnehmen gerade. Nur Tankstelle, Betriebshof. Auf der Lane will auch gar keiner irgendwo hin. Da sind ganz viele. Auf Linie 2 müssen wir noch einsetzen. Starten. Und was ist mit Linie 3? Da wartet keiner an der Bushaltestelle. Das lassen wir so. Linie 4 fährt rote Zahlen ein, aber da sind genug am Warten hier. Lindau Zentrum steht auch, aber das muss wohl noch eine andere Verbindung haben, Lindau Zentrum. Wie sieht es hier aus? Da sieht es gut aus. Und hier? Hier warten schon wieder ganz viele und da warten noch mehr an der Tankstelle, ein neues Rathaus. Müllhof. Ich glaube, da kann auch noch ein zweiter drauf. Das war die Linie 6. Starten. So, mehr starten wir jetzt aber nicht. Habe ich den schon offen? Ne, wohl nicht. Und auf Linie 1 hatten wir noch einen drauf, das ist der. Gut, okay. Wo ist der? Ah, hier unten, ne? Oder? Ja. Keine Passagiere fahren damit. Mach mal zu. Den mal auch zu. Darmstadt stehen 1200 Passagiere am Bahnhof, ne? Genau. Wer weiß, wo die alle hinwollen. Jetzt aber gerade nicht. So, jetzt müssen wir gerade gucken. Das, was wir hier sehen, ist ja schon mal schön. Ja, der muss nur einmal abladen wahrscheinlich. Dann macht er auch Profit. Hier sieht es prima aus. Der macht Plus. Ist auch schon voll. Dresden Linie 1. Der wird auch weiter Plus machen. Hier sieht das genauso aus. Wer ist das? Dresden Linie 1, der zweite Bus, auch voll. Der wird wohl auch Plus machen. Hier eher nicht. Hier, der ist auch mit Plus beschäftigt. Münster-Osnabrück, die erste Linie ist das. Okay. Wo ist die zweite davon? Da unten links. Müssen wir beobachten. Die fahren wahrscheinlich jetzt genau hintereinander her, ne? Sieht fast danach aus. Der erste ist da, der zweite ist da. Stadtbus Dortmund 1 ist das hier. Der ergibt sich langsam hier wohl. Gucken wir erstmal die anderen schnell nach. Hier geht's mit Plus. Dortmund Linie 2 ist das. Das wird wohl klappen. Hier ist ein bisschen miese. Hier gucken wir erstmal rein. Der macht Plus. Das ist Dortmund Linie 3. Und das hier ist Dortmund Zubringer. Der ist voll. Ja. Gut. Hier ist nichts los, aber das ist keine schlechte Zahl in dem Sinne. Wo fährt der überhaupt lang? Da.
Flughafen. Köln, Köln. 31 Passagiere fliegen nach Münster. Okay, das ist schon mal was Positives. Hier haben wir noch den Flieger. Tja, der macht uns richtig alles kaputt. Ich glaube, da können wir jetzt mal hier was ändern. Ne, das war sogar richtig. Unter 50% braucht er momentan nicht fliegen. Aber die kommen auch, denke ich. So, das sieht gut aus. Kann zu. Alles rote Zahlen hier, aber alles im minimalen Bereich. Ich glaube, der hier fährt jetzt gleich plus ein. Fast. Ja, der hier ist so ein bisschen doof, ne? Hier ist plus dran jetzt. Das wird auch besser werden, denke ich mal. Und das ist der, der hinter dem anderen hinterher fährt. Der ist plus. Der wird gleich auch plus sein. Nächste Haltestelle ist dann plus. Was haben wir hier? Achso, die... Gucken. So, der ist auch plus. Und hier müssen wir was ändern. Er fährt direkt neben den anderen her. Machen wir Fahrplan auf, dann ändert sich das ja gleich, weil der bleibt jetzt gerade da stehen. So. Und wo fährt er lang? Ja, da fahren jetzt ganz viele Busse lang, sehe ich schon. Komm, den nicht laden, den Bus dann mal nochmal aus dann. Ach, ist ja nicht geladen, zum Depot fertig. Gut. Das ist klar, das kann zu. So. Jetzt müssen wir da einmal hin. Der andere ist hier. Lass den mal jetzt fahren, oder? Gucken, was passiert. Flieger 110, der wird schon voller. Der ist angekommen beim Depot, passt auch. Jetzt hat er 21 Passagiere hier. Und fährt hier gerade auf der Brücke. Die müssen da abgeholt werden, ne? Ach, er fliegt gerade. Und jetzt sind hier schon 271. Okay, 215 von da. Ach, der hat da drüben in Münster gewartet, oder wie sehe ich das? Na, er ist ja jetzt in Köln. Das heißt, er fliegt auch wieder. Okay. Er hat hier gerade mal zwei Passagiere jetzt eingeladen. Der andere ist hier, glaubt, wenn er das ist. Ne, da ist er. So, was macht der Flieger? Fliegt noch nach Münster. Den warten wir gerade noch ab. Wohl. Ja, und da warten 228, das heißt, der fliegt auch gleich wieder zurück. Ne, nur 21. Okay, dann wartet er immer in Münster. Aber da rollt er jetzt auch hier mehr durch den Busverkehr. Gut. Aber da kommen immer welche zu. So ist ja nicht. Okay, nochmal in die Liste rein. Fahrzeuge. Ja, das Flugzeug ist das teuerste.
Und wo steht er? Da. Ist nichts drin, okay. Und er wartet dort auf Beladung. Noch 10 Holz. Gut. Können wir jetzt nichts ändern. Den Flieger müssen wir uns leisten können, oder wie ist das? Naja, okay. Hier sehen wir keinen Plus mehr, hat aber jetzt mehr Gäste. Vielleicht klappt es ja gerade noch. Nee, der fährt nicht mehr ins Plus. Okay, dann ist das durch. Da müssen wir gucken, dass wir hier noch was verändern. Machen wir mal 80%, vielleicht rechnet sich das dann. Okay. Gut, da haben wir es erst für die Folge wieder geschafft. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.